muss eigentlich beim Priester gucken, was die Gebete mir geben, denn hier sehe ich es nirgendwo. Das ist echt bescheuert. Warte mal, habe ich es irgendwo anders vielleicht? Ich habe ja hier. Muss ich hier gucken, offensichtlich. Also, Effekt. Predigt Einheim plus 20%, Predigt Glaube plus 50 bis 150%. Ja, ich habe es hier aber jetzt immer 5 bekommen. Also scheint der Wert nicht ganz so zu schwanken, keine Ahnung. Kam vor einer Stunde vom Pumpen und habe mich regeneriert. Habe ja bis Ende Februar so ein bisschen Ruhe. Achso, ja. Hat noch ein bisschen was zu tun. Also, freizeitmäßig zu tun, auszunutzen. Hast du schön gepumpt, Strumi? Bist du jetzt ein kleiner Hulk? So, Glaube plus 25, ist viel zu wenig, ist ja Mist. Warte. Kommerzieller Segen. Ah, okay. Das hier können danach besser verkaufen. Oh, gut. Ich muss 50 bis 150 toppen. Tue ich aber nicht. Aber gut, hier habe ich. Mit dem Kombo-Gebiet habe ich beides. Also offenbar das obere als das untere gleichzeitig, was auch nicht verkehrt wäre. Jetzt mal ganz im Ernst, wieso sollte ich, wenn ich es dann habe, jemals was anderes, also warum soll ich jemals, wie heißt das andere, ach, ein Spendengebiet machen oder ein ehrliches Gebiet, wenn ich ein Kombo-Gebiet habe, was die besten Sachen von beiden hat, aber keinen Nachteil. Ich meine, ja, ich brauche davon mehr Kirchpunkte, aber die habe ich ja inzwischen. Ich habe ja 17, ich brauche 15. Kein Problem. Sehe ich gar nicht, alles anders zu machen. Also, Kombo-Gebiet herstellen wäre nicht verkehrt, aber ich habe dadurch nicht mehr Glauben als vorher. Mehr Glauben zu kriegen, bekomme ich also bloß durch die Erweiterung der Kirche. Und nicht irgendwas anderes. Apropos, das kann man aber auch mal anstreben. Ich habe nur blaue Punkte. So, das ist auch völlig okay. Hölzerner Schrein. Hat ein ruhiges Gebet, was macht? Ist ja voll scheiße. Warum soll ich das machen? Kein Bonuseffekt oder sowas in der Richtung. Beschiss. Aber so ein Kombo-Gebet wäre ganz cool. Gibt doch ein bisschen mehr Geld, das ist auch nicht verkehrt. kleiner 174 mm grüner Kampfhalk. Sehr schön. Der grüne Kampfhalt, wer kennt ihn nicht, ne? Kombo-Gebet, braucht ein Bücherlein. Ein Bücherlein bekomme ich. Hier nicht. Oh. Ich kann alles Mögliche herstellen, aber kein Buch. Ich weiß nicht, so ein Buch. Nicht so leicht, wieder daran zu kommen. Ich meine, ich habe zumindest immerhin die 7 Gebetsteile, ne? Das reicht natürlich nicht. Hätte man mehr Perks, würde ich auch ein bisschen besser Qualität auskriegen. Dennoch würde ich das Ganze durchaus nehmen, wenn ich wüsste, wie ich jetzt ein Buch herstellen kann. Da fehlt doch bestimmt wieder irgendwas. Tisch. Ich habe jetzt einen Tisch. Ne? Oh, was habe ich da? Was ist das für ein Ding? Eine Linse. Kein Plan, habe ich nicht. Habe ich. Ist doch der, den ich habe, naja. Arbeitstisch ist der oben. Das ist der Kirchentisch, das ist der Normaltisch. Dann kann ich gerade keine Bücher erstellen. Es sei denn, ich muss vielleicht irgendwie wie eine Technologie erstellen, was nicht unwahrscheinlich ist. Da. Aber ich stelle es am Tisch her, okay, siehst du? Komm. Mach ich einfach jetzt. Mach ich jetzt einfach. Ach komm, noch ein neues Gebet. Ah, das ist wieder Schrott. Aber Inspiration wird angekurbelt. Ich weiß nicht, was das heißt, aber... Komme ich da mehr Blaupunkte vielleicht? Bühnenautor ist auch toll. Also diese beiden Perks machen meine ganzen Arbeiten hier besser in dem Bereich. Was ja auch nicht verkehrt wäre. Aber brauche ich jetzt nicht unbedingt sofort. So, Tisch 1, 2, jetzt müsste das Buch. Auch jetzt ist es da, wunderbar. Warte, ich brauche ein Buch, ja? Aber andere. Hä?
Ach so. Die sehen besser aus oder schlechter aus danach, okay. Ich brauche so. Okay, okay, es kommt da raus. Und das ist das. Papier habe ich halt hier. Also ein Papier und ein. Sowas. Was, wo stelle ich das denn wieder umher? Oh Mann! Reicht mir langsam hier. Ach, das war schon. Ach, Menno! Was steht auch hier? Taschenbuch am Kirchenarbeitstisch. Steht hier nicht. Ich habe da kein Taschenbuch. Warte, es ist kein. Es ist ein. Ach, es ist ein Tisch. Es ist kein Kirchen. Ah! Das hier, aber hier müsste es sein. Hier ist es. Ah! Okay. Haben wir das auch geklärt? Scheiße, ey. Alter, hier erstmal drauf zu kommen, ne? Und dann nachher die Routine drin zu haben, das wird noch anstrengend. So, zweimal. Kann ich. Ich brauche Tinte. Oh, Tinte. Geh durch. Wasser und schwarze Farbe. Die habe ich nur noch gar nicht, die schwarze Farbe. Und ich weiß auch nicht, wo ich die jetzt kriege, die schwarze Farbe. Muss ich bestimmt kaufen, oder? Es könnte so einfach sein. Schwarze Farbe. Werde ich mir garantiert kaufen müssen. Ach, guck mal hier, ich kann zumindest die Linse herstellen, sehe ich gerade. Oh. Werkbank für Holz 2, die habe ich aber glaube ich noch nicht. Oder? Ist ja hier wiederum. Ah, da oben. Es oh. Ist doch nicht zu glauben. Scheiße, ey. Mann. Aber nee, Farbe muss ich auch mal kaufen. Die kann ich scheinbar nicht herstellen. Uff, 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 tata. Ich will trotzdem ein Kombo-Gebiet haben. Vielleicht kann ich auch ein Buch irgendwo kaufen. Das wäre das Einfachste irgendwie, oder? So ein blödes Kapitel, ehrlich. Und ich habe ja, schon eine Seite. Ich habe das selbst hergestellt, glaube ich, der Meinung. Oder brauche ich. Ich brauche Notizen, eindeutig. Also das hier oben. Doch, doch. Papier reicht mir dafür nicht. Ich brauche schon Notizen. Da brauche ich Tinte für. Oh, ich könnte kotzen. Ich gehe jetzt mal zum Schädel. Habe ich inzwischen eine Leiche bekommen wieder? Ja, ne? Nee, habe ich nicht. Ah ja, naja, Sonntag. Klar. Ah, er will Silberwein. Okay, er will silberigen Wein. Ich habe bloß Bronzewein gekauft. Tut mir leid, der Herr. Toll, auch da noch verkackt. Gibt's doch gar nicht. Es ist so anstrengend. Ein bisschen schlafen hier. Ja, muss mal los. Haushaltsdinge tun. Wir lesen uns. Das sagen wir alle heute mit Haushaltsdingen. Was ist los mit euch? Ja, aber. Schön, dass du reingeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, Stromi. Gutes gelingt im Haushalt. Hilft ja nichts, muss auch gemacht werden, ne? Sammel, 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 sammel. Ist das bei der Ernte? Noch gar nicht so viel. Eieieiei. Ach so. Was mache ich damit? Jetzt kann ich ja theoretisch einen ganz neuen Ort begehen. Die Passierstein. Schätze ich. Aber. Warte, wir haben. Frauentag. Ah. Glaub, da ist ja nicht am Leuchtturm. Weil, wenn, würde ich sagen, kann ich von dem Gelehrten Tinte kaufen. Hab natürlich das Angebot im Kopf, aber ich bin ein richtiger Servus an Montagen da war. Habe ich halt nicht. Ist doof. Komm raus, wo immer du bist. Hab dich mal nicht so. Hallo? Ich
Ich gehe ein bisschen Bären plündern so lange. Der müsste ja eigentlich gleich auch taufen. Auftauchen. Meins. Und nochmal meins. Nee, nicht da lang. Nee, nicht da. Da ist gut. Yam. Und? Also der Astronom vielleicht nicht, aber zumindest der andere Typ müsste doch da oben stehen. Tut er auch nicht. Ach Leute. Da ist er. Das war doch Zeit. Motten habe ich keine. Muss ich das dem Priester geben? Oder Farbe sah es genauso aus? Ich glaube, 3 waren es. Ich kaufe aber 3 davon. Oder komme ich auf 5? Sicherheitshalber. Ja. Vielleicht reicht es. Ach, guck mal. Einen kann ich auch kaufen bei ihm. Dann bekomme ich erst für die Quest. Brauche ich die Quest ja gar nicht. Ja, damit. Danke. Ich habe auch eine Angel. Ja, geilo. Ich habe zwar nicht mal sie zu benutzen, aber ich habe sie. Aber ich habe nicht, was ich wollte. Totes Pferd. Ich gehe davon aus, wenn, dann bekomme ich es auch von dem anderen Typen. Oder von dem vielleicht? Ne, der wollte Tinte haben, aber noch schlimmer. Kirche selbst anfertigen. Astrologen fragen. Der wird Tinte haben. Tinte herstellen, gesagt, das wüsste ich jetzt noch nicht, wie ich das machen soll. Es muss bestimmt gehen, aber fragt mich halt nicht. So, schlecht damit. Weil er hat doch Silber. Ja, er hat doch silbernen Wein. Darum ist ja auch teuer, das habe ich. Ne? Blöder Schädel. Geizkragen. Du hast das Beste vom Besten haben, ey. Soll er selber kaufen und arbeiten gehen, der Blödmann. Aber ich bin ja nicht so. Ja, nehmen wir ein paar Quests erledigen. Alles cool. Jetzt gehe ich mal nach unten. Ich habe einen Passierschein ergaunert. Ich bin ein rechtmäßiger Bürger. Also müsste das ja funktionieren. Ich glaube, ich war noch nie gewesen da unten. Auch im anderen Spiel nicht. Ja, habe ich. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich jetzt weggegeben, den Passierschein? Ja. Ich hoffe, ich komme jetzt immer hier lang und das muss ich nicht jedes Mal neu kaufen. Zu traumböse im Spiel. Ich komme jetzt in einen ganz neuen Bereich. Ich glaube, deswegen war ich nie da. Du bist tot. Okay. Ah, Saat, was zur Hölle war das? Ich glaube, ich wurde auf dem Weg zur Stadt vom Blitz getroffen. Ich hab's gespürt. Ein uralter und mächtiger Zorn. Komm mal schnell hier rüber. Es scheint, als würde jemand etwas gegen dich hat, nicht in der Stadt haben wollen. Ich bin mir nicht sicher. Ja doch, eigentlich bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das alles übel für dich endet, wenn du so weitermachst. Also, ich bin jetzt auch ein Schädel. Übel, ne? Aber ich muss dahin. Ich muss die magische Gegenstände finden. Ich muss nach Hause zurück. Ja, ich bin ein bisschen beleidigt, dass du versuchst, mich zu verlassen, ehrlich gesagt. Ja, weil du dein Freund, weil ich ein Freund bin, schlage ich vor, dass du mich mit Schlange, dass du dich mit Schlange im Kreng im Kirchenkeller unterhältst. Ich glaube, keine Gegenstände will ich finden. Er ist ein ziemlich geschickter Schurke. Du kennst Schlange? Ja, ich bin chillig mit ihm. Ich verstecke mich vor einem Haufen von Schädeln und wir quatschen. Er glaubt, dass ich seine innere Stimme bin. Deshalb erzählt er mir alles. Hat er dir irgendwas Interessantes erzählt? Als seine innere Stimme finde ich es höchst unpassend, dir das zu erzählen. Toll. Danke für nichts. In Ordnung, ich sehe zu, mit ihm zu reden. Vielleicht kann er ja helfen. Neue Aufgabe. Also ja, ich war noch nie in der Stadt. Ich weiß nicht, warum. Ich bin einfach gestorben vorher. Toll. Ganz Herz allerliebst. Nix gönnt einem das Spiel. Einfach nix und wieder nix. Alles musst du dir harter arbeiten. Aber ja, fein für dich hier. Ah, ich schmecke nicht, aber er fühlt sich definitiv alkoholisch an. Saat, jetzt wär ich wieder depressiv. Ehrlich jetzt? Bis später. Das war alles? Ihr sagt ja bis später, ne? Bis später.
Kann man bis später mit raushören. Voll gut. Ja, Hammer. Wieder mal, wie gesagt, danke für nichts einfach. Aber gut, ich bekam eine Geschichte, die brauche ich ja auch irgendwie. Um hier Sachen anzufertigen, also nicht komplett für die Katz das Ganze. Vor allem ist es eine Silbergeschichte. Uiuiuiui. So, was ich hier machen sollte, weiß ich nicht mehr. Aber ich hab's jetzt. Achso, ist voll die Kiste. Shit. Ich könnte mein Gehirn bitten. Ich brauche nicht zwei Gehirne. Was soll denn das? Eigentlich. Ich brauche nicht zwei davon. Zerstört die Innereien. Und rüber mit dem Buch. Läuft wieder mal ganz gut. Ich will ein fucking Kombo-Gebet. Ich will nicht mehr so einem publiken, langweiliger Gebete sprechen. Ich will nur noch Kombo-Gebete haben. Mist, ey. Zwei fucking Tinte brauche ich noch. Und nachher. Gut, ich meine, ich. Könnte ich natürlich zwei machen. Theoretisch. Das Glas kann ich auch herstellen. Angeblich. Ich muss übersehen, wo das ist mit dem Tinte herstellen. Herstellen Tinte. Küchenarbeitstisch. Achso, nee, andersrum. Die schwarze Farbe war es wohl denn gewesen, siehst du? Ja, ja. Und eine Feder, ich weiß auch nicht, wo die Feder herkommt. Also ich werde wahrscheinlich gar keine Tinte kaufen können. Ich werde schwarze Farbe kaufen können vom Alchemist, vom Astrologen und das dann selbst herstellen müssen. Ich glaube, so wird es laufen. So ein leichter Anfall von Erinnerung an das damalige, wie ich es gespielt habe. Ganz leichter Anfall. Und bis dahin dauert es halt noch ein bisschen, ne? Ja. Toll. Wie immer toll, wie immer nichts geschafft hier vor allem. So, hölzerner Schrein. Beichtstuhl. Das hole ich mir mal als nächstes, denn dann habe ich meine 20 Punkte voll und kann die Kirche endlich aufwerten. So, also 4 Scharniere und 12 Bretter. 4 Scharniere, 12 Bretter. Guck mal, noch Geld drin. Yeah. 4 Scharniere und Bretter. 4 Scharniere und 12 Bretter. Ach, was soll das? Raus. Ich brauche Scharniere. Davon gleich 4. Da war ja wieder was. Und Bretter. 12. Verarbeitete Bretter, nicht? Nicht nur Bretter. Verarbeitete Bretter. Don't forget to bearbeit. Es dauert ein bisschen was, es war. Effektiver als das andere. Von der Ausbeute her. Und gibt jetzt nur ein bisschen mehr rote Punkte, wer weiß das schon so genau. Bärenfutter nebenbei, immer wichtig. Oh, brauche ich noch 2. Zumindest habe ich ungefähr einen Plan. Ist schon was wert, denke ich. 1. 2. Das brauche ich nicht. Ich gehe da wieder runter. Leiche nochmal ganz kurz behandeln. Mit ein bisschen Glück ist es eine gute Leiche. Vor allem, warte ganz kurz, ich hab. Nee. Hier rüber muss ich. 98%, das wäre bestimmt schon weiter runter, wenn es hier nicht unten liegen würde. Das hilft schon, das hier reinzuschmeißen, das Teil. Geht so, Leiche. Ach komm, was soll's. Wir haben auch Schlimmere als die schon begraben. Also immer noch ein Gewinn, wenn man es ordentlich macht. So ist nicht. Ba, 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 ba. Ja, komm. Könnte man eigentlich auch zum Zombie machen, aber ich habe ja. Ich habe 10 Gebetspunkte, so ist nicht. Boah, ich habe das neue Gebet, das mache ich also noch nicht.
Nee, komm. Das Ding begraben wir auf ganz, ganz würdige Art und Weise, würde ich sagen. Ich muss ja eh zur Kirche rüber, um das Ding zu machen. Das passt alles. Das hat eine Art synergetischen Effekt. Das ist okay. Das gönnen wir uns. Bop, 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 bop. Ich dachte, ich war am oberen Rad dran gewesen gerade. Nun ja. Liegt mal oft daneben. So, weitermachen. Ich glaube, ich stelle erstmal gar keine Grabstände mehr her. Bis ich dann irgendwann Marmor-Grabstände machen kann. Ja, ich muss dann das wieder als Austausch, wenn ich meinen Kirchenlevel erhöhen will. Lassen wir es ganz sein und warten bis dahin einfach. Das sollte sinnig sein. Ich habe ja eh einen gut genugen. Gut, dann muss ich die beiden abreißen. Und da habe ich auf einmal keine 20 mehr, sondern nur noch 19, oder? Ach, Mist. Böses Spiel. Aber ich muss es ja hier hinbauen. Woanders. Hä? Passt er ja nicht. Nicht fertigen. Wegschmeißen. Was haben wir fertigen da? Ach so. Ah, wenn ich dann eine brennende Kette raufmache, habe ich bestimmt nochmal einen temporär Qualitätsboost, wa? Wa? Oh ja, ich habe, guck mal, ich habe doch perfekt 20 danach. Super, läuft doch. Nicht so schlimm wie gedacht. Alles in Ordnung. Alles cool. Am nächsten Mal gibt es ein Kirchen-Update. Wenn der Lachs stimmt. Die Kirche auf jeden Fall ist dann besser. Sollte mir einiges mehr an Anhängern wieder und ein bisschen generell mehr Geld und mehr Segen geben, was ich auch alles haben will. Super, das läuft. Bop, 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 bop. Ich kann sogar beten, wenn ich will. Beichten müsste es eigentlich heißen. Gut, wir haben die 20er Qualität erreicht. Sehr geil. Der Sonnentag kann kommen. Geht ins Bett, glaube ich. Auf schnellstem Wege. Auf zweitschnellstem Wege. Weg mit dem Loot, weg damit. Das kann ich immer noch weg. Ich weiß nicht, ob ich es für irgendwas benutzen kann. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt weghaue, dann kann ich es auch benutzen. Wäre jetzt auch ein bisschen doof, aber momentan liegt es bloß rum und versperrt mir eigentlich Inventarplatz. Also weg damit. Oder? Sehe ich keine Probleme mit. Ich gucke kurz mal nach, ganz kurz. Sicherheitshalber. Nee. Aus Schrott kannst du nichts machen. Das ist naheliegend. Hier kannst du aus Schrott nichts machen. Doch! Eisenbarren kannst du auch. Okay. Noch ein Eisenbarren ausschmelzen. Warte kurz, ich bekomme hier. Von 10 einen bei 15. Ich bekomme hier von 10 einen bei 10 Brennzeug. Gott, dann. Hau raus. Gott. Hätte ich doch nicht wegschmeißen müssen, am ersten Mal, ich sowas bekommen habe, offensichtlich. Aber was soll's, haben wir halt gemacht. Gibt Schlimmeres als das. Ja, und nun gehe ich Honig holen. Steine bräuchte ich wieder mal. Und dies und das. Hallo Zombie. Und jenes. Und so weiter und so fort. Was man nicht alles braucht und haben möchte. Wahnsinn. So, einmal hier mein leckeren Honig. Weil ich habe doch den Perk. Wo war der? Hier bestimmt. Ach, habe ich nicht. Okay, wollte gerade sagen, weil ich dachte, ich habe den schon und brauche auch noch Schaden von den Bienen, aber nein, dann ist klar, dass ich immer noch Schaden kriege. Dann ist klar. Habe ich nichts gesagt. Danke. Oh, lecker Bärchen fressen. Bärchen. Noch mehr Bärchen.
Yum, 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 yum. 1, 2, 3, 4. So. Läuft. Ich könnte mir auch einen Bienenstock hier hinstellen und wahrscheinlich dadurch besser noch Honig abbauen. Brauche ich hier Papier für, habe ich keinen Bock drauf. So, mal. Ah, warte, wir haben Händlertag, glaube ich. Ich gehe nochmal in die Stadt. Vielleicht hat er ja auch Tinte oder schwarze Farbe oder was auch immer. Vielleicht habe ich Glück. Du da. Handel. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Toll. Na, pfui. Aber was war das hier eigentlich? Wir können doch Kredit. Ach so. Ich zahle entweder Geld oder ich muss das. Gut, da wollte ich das alles voll. Nee, dann habe ich es abgezahlt. Das Ganze läuft. So, abbezahlt. Neue Geschichte bekommen, neue Quest gelöst. Ach, da muss ich trotzdem noch machen. Ich dachte, entweder oder. Ach, shit. Ja, toll. Na gut, dann habe ich bloß, upala, Geld ausgegeben gerade. Und zwar nicht wenig. Schiete. Jetzt hast du vorher gewusst, ne? Eine neue Leiche. Eine neue Leiche. Was sagt der Karottenstand? Ich meine, ich habe noch 40 oder sowas in meinem Dingens. Ja. Für ein paar Tage reicht das noch. Ich meine, der Esel braucht immer 5 Karotten pro Ding. Auch wenn er mal plus 10 reintun kann, ich glaube, er braucht nur 5. Also habe ich noch sehr viele Tage vor mir. Immer liegt das davor ab. Sehr schön. Das könnte ein Zombie werden. Wenn ich den nicht... Ach nee, warte, ich wollte ja aufsparen. Oh Mann, das wäre so ein... Okay, egal, ich habe den verkackt. War sowieso Fusch am Bau, dann ist egal. Dann kann es auch eine ganz normale Leiche werden. Nicht die beste Leiche, aber auch nicht die schlimmste, die ich habe. Also immer her damit. Trotzdem so langsam mal seine Routine drin im Spiel und hat doch ein paar Sachen, die man immer wieder mal macht. Kommt doch langsam weiter, das ist schon nicht verkehrt. Ne? Wenn ich immer noch mehr Zombies brauche. Die hat nichts mehr, oder? Jetzt. Hallo? Ich glaube, das geht nicht. Jetzt. Blödi. Flop, 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 flop. Yay! Toll. Plus minus null. Ja. Selber schuld bei Kackleichen. Was verkackst du das auch, du? Verkacker, du. Kacker, Kacker, du. Lustig. Kann ich hier noch ein bisschen was aufbessern eigentlich, sag mal? Tatsache, ich kann noch einiges besser machen. Entfernen. Wo ich schon mal hier bin gerade, was soll's. Was sagst du? Geht auch noch. Ich muss es nicht machen, weil ich habe hier mehr als genug Qualität des Friedhofs gerade. Ich habe gerade gar nicht gewusst, das noch weiter hochmachen zu müssen. Aber es wird wahrscheinlich kommen, wenn ich jetzt bei den Prediger seine aktuellen Aufträge abgenommen habe. Dann wird es wieder heißen, was nu? Ja. Noch mehr Qualität natürlich. Immer mehr Qualität, ganz klar. Hier. Brennholz bitte. Ganz viel brennendes Holz. Danke dir. Und gleich Rinder mit.